Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, was für Tage. Das zweite Ermächtigungsgesetz ist durch. Die Bundesregierung hat die Möglichkeit, Maßnahmen zu treffen, die es bisher nur in Diktaturen gab. Ausgangssperren und Eingriffe in der Wohnung. Und das Ganze, wenn ein sogenannter Inzidenzwert erreicht wird von 100, der schon alleine durch die Menge der Tests problemlos erreichbar ist. Nun gab es wohl heute ein Treffen der Führer zum Schutz des Klimas, veranstaltet vom World Economic Forum, das Forum, das den Great Reset als Ziel gesetzt hat, einen Zusammenschluss von Großkonzernen, aber auch den Führern der Welt mit Zielen, das ganze Leben aller Menschen weltweit umzukrempeln. Kein Eigentum mehr. Alles, was man braucht, kann man sich mieten. Alle sind extrem glücklich dadurch. Es hat nur keiner die Möglichkeit zu sagen, ob er das möchte oder nicht. Und die Maßnahmen in der Richtung sind getroffen. Und selbst wenn Corona vorbeigeht, der nächste Grund wird schon gebaut, möchte ich mal sagen. Die Klimakatastrophe. Und das ist alles Verschwörungstheorie. Hör dir an, was Angela Merkel heute in dieser Konferenz gesagt hat. Wir stehen vor einer globalen Herkulesaufgabe. Es geht ja um nicht mehr und nicht weniger als die Transformation unserer ganzen Lebens- und Wirtschaftsweise. Okay, nochmal. Worum geht es? Wir stehen vor einer globalen Herkulesaufgabe. Es geht ja um nicht mehr und nicht weniger als die Transformation unserer ganzen Lebens- und Wirtschaftsweise. Okay, nochmal. Geht es um Gesundheit? Geht es um den Klimaschutz? Oder worum geht es? Wir stehen vor einer globalen Herkulesaufgabe. Es geht ja um nicht mehr und nicht weniger als die Transformation unserer ganzen Lebens- und Wirtschaftsweise. Okay, jetzt sagst du, das ist völlig aus dem Kontext gezogen und es geht um die Rettung der Erde und eine Einigkeit in Bezug auf den Umgang mit der Bedrohung Klimakatastrophe. Und ich sage dir, schau dir genau an, was diese Truppe, die sich da versammelt, wirklich vorhat. Was will das World Economic Forum erreichen? Und dann überleg dir, wie können sie das erreichen? Und dann könntest du nochmal überlegen, ist es nicht vielleicht gut, das aus dem Kontext zu ziehen, weil dieser Kontext ein Mittel ist, um die Ziele umzusetzen und nicht der Grund ist, Ziele umzusetzen. Ich hänge jetzt hier den ganzen Beitrag nochmal dran und sieh sie dir an, die sogenannten Führer, wie sie sich da versammeln und im Grunde alle aber aus einem Munde sprechen, also alle die gleichen Dinge wiederholen, ein neues Normal und Umkrempelung der Wirtschaft und der Lebensweise und das wirklich über alle Staaten hinweg. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich noch Führer sind oder ob die eher Ausführende sind. Denn eine Individualität sehe ich da nicht. Ähnlich wie im Bundestag oder in den Bundesländern. Es ist oppositionslos und hat kaum noch was mit Demokratie zu tun. US-Präsident Biden hat zum Auftakt des von ihm initiierten digitalen Klimagipfels entschiedenes und schnelles Handeln zur Eindämmung der Erderwärmung angemahnt. Er forderte die wirtschaftlich stärksten Staaten auf, voranzugehen. Die Kosten des Nichtstuns würden immer höher, sagte Biden im Weißen Haus. Zugleich kündigte er an, dass die USA den Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren wollen. Amerika ist zurück in der Klimapolitik. Das ist die Botschaft heute aus dem Weißen Haus. US-Präsident Biden will die USA zum Vorbild machen für ehrgeizige Klimaziele. Wir müssen jetzt auf diesen Weg kommen. Dann werden wir leichter atmen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Wir werden hier zu Hause gute Jobs schaffen, für Millionen Amerikaner und ein gutes Fundament für Wachstum in der Zukunft. Das kann auch Ihr Ziel sein.
Eine Aufforderung zur Zusammenarbeit an alle 40 geladenen Regierungschefs, darunter auch die aus China und Russland. Biden weiß, sein Land muss Vertrauen zurückgewinnen nach den Jahren unter Trump. Weltweit liegen die USA beim Ausstoß von Kohlendioxid auf dem 2. Platz, nach China und vor Indien. Deutschland folgt auf Platz 7. Biden verspricht, die Treibhausgasemissionen um mindestens die Hälfte zu reduzieren bis 2030, unter anderem durch Windenergie und intensive Förderung von Elektroautos. Bundeskanzlerin Merkel pocht auf Solidarität mit den Entwicklungsländern. Wir stehen vor einer globalen Herkulesaufgabe. Es geht ja um nicht mehr und nicht weniger als die Transformation unserer ganzen Lebens- und Wirtschaftsweise. Vor allem die Industrieländer, so ihr Appell, müssten mehr tun. US-Präsident Biden muss nun beweisen, dass er seine Klimaziele zuallererst im eigenen Land durchsetzen kann, gegen den Widerstand der Republikaner. Das könnte dann wirklich eine Signalwirkung haben, damit auch andere Länder sich an ihre Zusagen im Kampf gegen die Erderwärmung gebunden fühlen.